Ja, guten Abend auch von mir. Wir haben 25 Beiträge versammelt, die assoziativ gereiht sind. Falls Sie das Buch von vorne bis hinten lesen, ergibt sich eine sehr schöne Geschichte, die zumindest 3 von uns 7 auch so gelesen haben, ja, diese Geschichte. Und so entstand die Reihung. Also es ist einfach ein anderes Inhaltsverzeichnis als bei unseren anderen Sammelbänden, nicht so stark strukturiert. Es sind auch kurze und lange Texte gemischt. Es ist sozusagen nicht nach Vermittlung gegliedert und Ausstellung gegliedert, sondern es ist eben wirklich eine sehr assoziative Story in dem Buch. Also es lohnt sich wirklich von vorn bis hinten durchzulesen, also in einem durch. Ja, wir haben eben, wie gesagt, ca. 25 Texte versammelt. Noch zur Genese des Buchs. Beatrice hat schon erwähnt, wir haben relativ lang gebraucht dafür. Auch das ein Widerspruch. Also wir haben viel mehr Autorinnen und Autoren angefragt. Leider auch einige Absagen bekommen, nicht weil es ist jeder sofort auf das Thema sozusagen aufgesprungen, aber eben auch einer dieser Widersprüche im Alltag, dass man eben manchmal einfach keine Zeit hat, um zu reflektieren, obwohl man es wahnsinnig gern tun würde. Umso mehr eben noch einmal ein Dankeschön an alle, die eben mitgemacht haben und uns ihre Gedanken geschenkt haben. Die Beiträge sind wirklich, haben uns sehr überrascht, weil sie so unterschiedlich sind und weil sie oft ganz, ganz kleine, unspektakuläre, also vermeintlich unspektakuläre Ausschnitte und Gedanken auch zeigen und spiegeln, was man sich so denkt eigentlich den ganzen Tag, wenn man arbeitet. Aber manchmal ist es eben nicht spektakulär genug, um das eben auszusprechen oder gar niederzuschreiben. Und das ist eben in vielen Texten gelungen und das ist auch sehr persönlich und ja, wie die Beatrice vorher schon gesagt hat, auch sehr ehrlich. Also es sind wirklich sehr ehrliche Texte. Die vielleicht noch zur Entstehung des Buches, das ist ja auch immer eine Sache, die dann meistens in der Einleitung verschwiegen wird, wie das Buch wirklich entstand. Wir waren auf Klausur, also wir haben ja zweimal im Jahr fahren wir eben 3 Tage miteinander, also wir 7 auf Klausur, das tun wir seit 22 Jahren, jedes Jahr 2-mal, da sind wir immer alle dabei und freuen uns. Und auf einer dieser Klausuren entstand sozusagen auch die Idee dieses Buchs, wie wir diskutiert haben, dass unser Handbuch, also das Schnittpunkt-Handbuch, dass wir das dringend aktualisieren müssen, weil sich einfach in diesen Jahren, 2005 oder wann? Acht. Also es ist sozusagen jetzt schon lange am Markt und wir haben gesagt, mein Gott, wir müssen das unbedingt aktualisieren und neu schreiben und überhaupt ein ganz neues Handbuch machen. Es hat sich so viel verändert, wir würden so gern drüber arbeiten. Und dann haben wir gemerkt, dass wir älter geworden sind und haben uns gedacht, ach Gott, das Handbuch, war eben einer dieser Momente, wo man sich denkt, es ist ja alles gar nicht so einfach. Es ist ja eben alles so kompliziert und es gibt ja so viele Widersprüche. Und wir haben uns eigentlich viel schwerer als damals getan, sozusagen so ein Handbuch nochmal zu schreiben. Ja? Und daraus entstand dann diese Idee des Buchs, über Widersprüche zu schreiben und kein Handbuch zu schreiben. Und ja, das war ein Experiment und wie gesagt, dank den Autorinnen und den Autoren ist es eben wirklich auch für uns eine große Überraschung und Bereicherung geworden und wir sind auch darin bestätigt worden, dass es wirklich auch schön ist, über professionell persönlichen Widersprüche eben auch laut nachzudenken und das kann man hier auch nachlesen. Vielleicht kurz zur Gestaltung, also Widersprüche. Die Gestaltung reiht sich ein in die Gestaltung der Reihe. Jedes dieser Bücher hat ja das Konzept, schon mehrere Blicke zu eröffnen, indem das Cover 8 Seiten hat und sich immer erst durch das Cover das Bild vervollständigt. Das ist eine Idee.
Und das war in dem Fall besonders schön, dass wir gleich die Gedanken hatten, das Buch auch in einer Form der Kollaboration zu machen, diesmal in der Zusammenarbeit mit einem Künstler, mit Aldo Gianotti. Und diese Bilder, die Aldo auch für das Cover zur Verfügung gestellt hat, uns dazu geführt hat oder mich auch dazu geführt hat, ein Bild zu nehmen, das einerseits einen Anspruch oder einen Verweis oder eine Referenz auf ein Museum zeigt. Man sieht hier diesen Stockholm Chair, den man immer bekommt im Museum, wenn man sich irgendwo hinsetzt. Und gleichzeitig ist ein Projekt, wo die Personen, die meist in den ganzen Theorien und Besprechungen nicht mitgedacht sind, nämlich die Menschen, die in den Ausstellungen stehen und diese widersprüchliche Aufgabe haben, auf sogenannte Kunstwerke aufzupassen, präsent werden und hier sich einen Blick, in dem Fall auf Linz, wie ihr seht, stellen und so, das war jetzt ein Scherz, so irgendwie eine Imagination, was sein könnte, zeigen. Ja? Also wir haben lange diskutiert, ob es ein plakativ-politisches Cover sein soll oder ob nicht vielmehr diese Widersprüche eine Form aufnehmen, wo es Referenzen gibt, aber es sozusagen nicht klar ist, wohin sie führen. Gleichzeitig war es der Ansatz, zu versuchen, wenn ein Buch nicht geordnet ist, wie gestaltet man ein Buch, das jemand lesen soll, wenn es keinen Anfang und kein Ende hat. Also wie kann ich Texte, Themen orientieren, ohne Unterschiede zu machen oder sie zu kategorisieren. Und deswegen ist das Buch in einem Durch gestaltet. Und die Abwechslung entsteht eigentlich entsteht durch die Formate der Texte. Also durch die Farbe und durch diesen Verlauf, der den einen Gedanken in den anderen Gedanken führen soll. Und was, glaube ich, auch ein Zeichen ist, Beatrice und ich hatten gerade mal diskutiert, und ich hoffe, das ist genehm sozusagen, du hast gesagt, wir haben gemerkt, wir werden älter. Es war auch eine bewusste Entscheidung, dieses Thema des Widerspruchs nicht abbilden zu wollen, sondern vielmehr klar lesbar zu machen. Das heißt, das Buch ist in wirklich großer Schrift gelayoutet. So, und das Schöne war, die Idee sozusagen der Kollaboration, und da komme ich, glaube ich, jetzt auch kurz zu Aldo, damit wir auch vorankommen. Das Schöne an diesem Buch war unter anderem auch die intensive Zusammenarbeit und dass dein Projekt, wie schon angesprochen, so viele Themen aufmacht, was so Theorie und Praxis in einer Form bringt, die irgendwie handlungsmöglich macht. Und jetzt werde ich ein bisschen durch die Bildstrecke klicken und du sagst ein, zwei Sätze zu deiner Arbeit. Das würde uns sehr freuen. Gerne in Englisch. First of all, thank you for having me here and thank you for involving me in this publication. I'm honored. The pictures we find inside are part of an exhibition that was realized in 2021 in Bologna, the Museum of Contemporary Art of Bologna, MAMBO. And the exhibition was called Safe and Sound and was a form of reflection about normatives and security, both from an existential point of view, but also in terms of regulation and how we approach given instruction and given regulation that are embedded inside the museum. So my request to the and my concept for the exhibition was to be able to reflect not only the topic in a theoretical and philosophical way, but to be able to adapt the museum and transform it from the inside. This is basically the main idea of the exhibition, to readjust completely the normatives that are embedded inside a museum, turn them upside down, both in architectonical way, but also in the way that is lived and that is run. So I can make some examples of how this was made. For example, here you see an infrastructure of metal. I created a gap in the on the floor and created a staircase that would connect the contemporary part of the exhibition place to the collection, so that people would be able to access between the collection
and contemporary part without paying a double ticket, but and these two parts would be merged, the public would be actually going through. The main intervention I did was to work together for 5 months with the museum guards of the museum that usually have a very specific, limited set of instruction, which are the ones that we find in most museums in the world, which is the one that gives instruction, don't touch, don't talk, don't, and to basically find a way to empower them and to give them both a responsibility but also the ability to change completely the space, both in its normative way and in its also creation of empathy, creation of discourses, creation. What I did is basically I created a book that is only made for the guards. So each of the 17 guards that were for 5 months running the museum, every day could select, like a libretto of a theater, select certain instruction and carry them out to the public. And by doing this, of course, they started to create their own reglementation, their own rules, their own mediation, their own way of emerging and becoming protagonists of the exhibition and the givers of all the possibilities that are suddenly completely different from the one that are embedded in their job. This created, of course, a very complex system in which usually guards have a very, let's say, they're at the bottom of a certain pyramid, which is the one of an institution in terms of powers and ability, and created a totally new way of using the most important role of mediation, which is the one between the museum and the public. This is another work where I removed the door of one of the museums, and I basically created a place where people could access 24 hours a day. So this is actually a part of the museum that I opened to the public, and of course, being Bologna and being a column, one of the architectonical symbols of the city, I create almost an architectonical ready-made with this column that is accessible 24 hours a day, and the people start drawing. So it became kind of an exhibition of drawings inside the exhibition of drawings, but made by the people. So the whole idea of participation, participatory, taking over the museum and creating new regulation and new rules was the underlying idea for rethinking the basic structure of an institution, of a museum, and letting the people be able to join and participate in this rethinking. These are some of the guards that were taking part. Maybe to mention that the cover of the book are actually real guards from the exhibition, because after 5 months they became so good in this attitude of freeing themselves from the logic of limitative mediation, and they became so good that I decided to take some of them and bring them to another museum in Austria, which is in this case the Kass Center, and then it happened the same with in different other institutions in Austria. But the picture is made with real guards from Mambo that are carrying on this kind of instructions in other institutions. And the instructions are, you see them maybe in some of the pages, but are like, if you do something illegal, please involve me. Or I'm instructed to show you my favorite piece on the place, on this exhibition. Or please show me what you like in this place. Or detecting what is for them the most secure place in the museum. Or like, it's, you can go on forever with that. But it's a form of thinking and inhabiting the institution that it's completely different from what we expect normally. This created something, and I close with this one, as a very interesting situation that explained very good the need also for this profession, for these people to feel useful. So basically, some of these people worked inside the institution for 20 years, and they never brought a member of their family to see a museum.
And during this exhibition, all of them came with families and invite all the people around to come and see them work. And this is, for me, underlining the necessity of rethinking some of the structure, including the one that is dealing directly with the people. Mm. And yeah, that's a little view on the... Thank you. You're welcome. Thank you. I think we have time to discuss later if we go on with our program. Du bist Kunsthistoriker, Kulturwissenschaftler und Kurator. Du hast sehr wichtige Texte geschrieben über die Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis, in dem, was immer wieder gerne künstlerische Forschung genannt wird. Du hast dich mit eben Kunst und Philosophie beschäftigt vor dem Hintergrund der bestehenden Machtverhältnisse und denkst eben so darüber nach, dass diese Machtverhältnisse auch immer mitgedacht werden müssen und auch in ihrem Mitgedachtwerden nicht verlassen werden können. Und deshalb sind wir dazu gezwungen, auszuhalten, dass wir, auch wenn wir darüber nachdenken, in ihnen stehen. Das machst du eben seit vielen Jahren und in beeindruckender Weise. Du warst in Wien an der Akademie der Bildenden Künste Wien eben auch leitend und konzipierend daran beteiligt, ein Programm, das ja jetzt auch wichtige Folgen gehabt hat, an der Schnittstelle von Kunst und Forschung aufzubauen und kritisch zu denken. Und du hast viele andere wichtige Projekte ins Leben gerufen, unter anderem auch das Harun-Farrokh-Institut mit anderen in Berlin. Warst ja, also lehrend und forschend und schreibend an vielen Dingen beteiligt und auch bist du jetzt gerade Gastprofessor an der HFBK Hamburg, wo wir Kolleginnen sind. Und jetzt war das eben so, dass Tom einen Vortrag gehalten hat bei uns in Hamburg, der mich sehr beeindruckt hat und vieles von dem, worum es in dem Buch geht, worüber ich gleich sprechen werde, auch nochmal hat anders mir selber klar gemacht hat. Und es war ein Vortrag über Governance, nämlich darüber, wie sehr wir von diesen museumsethischen Debatten regiert werden, die uns so gut und richtig erscheinen, wie Diversität und Gender und Nachhaltigkeit und so weiter, und die maßgeblich auch dazu beitragen, dass die Institutionen, in denen wir sind, zunehmend finanzialisiert werden und Teil eben genau dieser neoliberalen Welt sind, in der wir stecken. Ich kann natürlich, du hast einen fantastischen Vortrag gehalten, den kann ich jetzt natürlich nicht zusammenfassen. Ich kann nur sagen, dass er mich sehr beeindruckt hat und ich gesagt habe, Leute, wenn wir dieses Buch präsentieren, dann werden wir es vielleicht selber besser verstehen, wenn wir es schaffen, Tom Holler zu gewinnen, dass er kommt. Jetzt haben wir es geschafft und ich bin sehr, sehr froh, dass du da bist. Und ich kann auch sagen, Tom hat einen kurzen Vortrag geschrieben, der wirklich von unserem Buch ausgeht. Ich möchte jetzt kurz, bevor du deinen Vortrag hältst, ein paar Worte nochmal über diese Widersprüche aus meiner Sicht sagen. Dann kommt dein Vortrag, dann kommen wir ein bisschen ins Gespräch und dann kommen wir alle zu allem, was gesagt wurde, ins Gespräch. Wir machen ja eben, wie Beatrice gesagt hat, fast jedes Jahr ein Buch. Manchmal brauchen wir zwei, manchmal zweieinhalb Jahre. Und unsere Bücher hatten bis jetzt immer ziemlich programmatische Titel. Sowas wie Gegenöffentlichkeit herstellen, sich mit Sammlungen anlegen. Und mein Buch, das Radikaldemokratische Museum, das ja auch in dieser Reihe erschienen ist. Und diese Bücher sind dafür, wie wenig radikaldemokratische Institutionen sind, erstaunlich erfolgreich. Aber das ist auch ein bisschen traurig, weil das natürlich schon auch Fragen dahingehend aufwirft, was damit erreicht werden kann, programmatische Bücher zu machen, wenn die so gerne in denselben Institutionen vorgestellt werden, in denen diese Programmatiken alles andere als vorangetrieben werden. Und wir hatten den Eindruck, dass es vielleicht dass es da einen Bruch braucht, dass wir da nicht einfach so weitermachen können. Und wir sind viele, also wir kommen eben sowohl aus der Ausstellungstheorie auch im Sinn der kritischen Ausstellungsanalyse und Ausstellungsgeschichte, als auch aus der Praxis, also der kuratorischen konkreten Praxis. Und in beiden Fällen hat es uns in unserem Alltag, auf diesen Klausuren und so weiter, schon auch immer geholfen, erstmal auch einfach ehrlich zu sagen, was das Problem ist, es zu probieren
und vor dem Hintergrund dessen, dass das dann vor uns liegt, vielleicht einen Schritt weiter zu kommen. Und da würde ich sagen, stehen wir gerade und vielleicht kommen wir heute auch nochmal einen Schritt weiter. Und da würde ich sagen, wenn wir es uns überlegen, also was war eigentlich die Geschichte der kritischen Analyse von Ausstellungen? Die Geschichte der kritischen Analyse von Ausstellungen hatte eigentlich nicht so viel damit zu tun, dass man Ausstellungen unbedingt besser machen wollte. Die hatte viel mehr damit zu tun, dass man anhand einer Auseinandersetzung mit Repräsentation gesellschaftliche Machtverhältnisse verstehen wollte, weil die Gesellschaft wesentlich über Repräsentation organisiert war oder wir wesentlich über Repräsentation regiert wurden. Fragen der Regierung und der Gouvernementalität beschäftigen dich ja sehr in deinen Texten der letzten Jahre. Und das heißt, wenn Leute wie Stuart Hall, Henrietta Leachy oder Donna Haraway Ausstellungen kritisch analysiert haben, dann, weil sie über die kritische Analyse der Repräsentation eine kritische Analyse von Machtverhältnissen in der Gesellschaft vornehmen wollten. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist, wenn wir nicht mehr hauptsächlich über Repräsentation regiert werden? Oder wenn Ausstellungen kritische Themen haben können, die gar nicht mehr in so einem direkten Einklang mit dem, mit der Weise, wie Regierung funktioniert, stattfinden. Dann ist ja die Kritik von Ausstellungen auch ein bisschen unnötig oder vielleicht auch immer noch nötig, aber auch ein bisschen traurig geworden, weil es anhand ihrer gar nicht mehr gelingt, die Gouvernementalität, also die Form, wie wir regiert werden, in den Blick zu bekommen oder den Finger auf den wunden Punkt zu legen. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum sich viele Künstlerinnen und Theoretikerinnen und Kuratorinnen heute auch die Frage nach Infrastrukturen stellen, weil wir eben nicht mehr nur über Repräsentation regiert werden, sondern ganz viel über solche infrastrukturellen Mechanismen, über Räume und Budgets und solche Logiken. Und so haben wir uns auch gedacht, okay, jetzt schauen wir uns das mal an. Ich meine, müssten wir dann nicht was anderes auf den Tisch legen als bloß die Repräsentation? Müssten wir uns nicht ansehen, welche Widersprüche es auch gibt zwischen kritischer Repräsentation und infrastruktureller Entsicherung? Also zwischen schlechten Arbeitsverhältnissen und einem kritischen Diskurs sogar noch über Arbeitsverhältnisse. Das ist unheimlich, es ist traurig und wir wissen auch, dass wir da nicht rauskommen, aber es hilft vielleicht, es mal aufzulegen und sich es genauer anzuschauen, um genauso wie auch es in der Ausstellungsanalyse der Fall war, um einen besseren Blick darauf zu bekommen, wie wir regiert werden. Also das ist mit ein Grund, warum wir uns diesen Widersprüchen stellen wollen. Wie wir bei Tom hören werden, gibt es aber noch einen anderen, nämlich, dass wir auch widersprechen wollen. Das wollen wir schon immer noch und das wollten wir mit unseren Büchern bis jetzt immer. Hat nicht, vielleicht gar nicht gut genug funktioniert, werden wir sehen, ob es jetzt funktioniert. Aber wir versuchen halt darüber nachzudenken und es zu verstehen. Dann war eben Toms Vortrag, hatte ich das Gefühl, okay, ich glaube, wir können es danach noch besser verstehen und das wollen wir jetzt machen. Und deshalb danke ich dir so sehr und übergebe jetzt das Wort an Tom Bohlert. Ja, vielen Dank, Leonora, und vielen Dank an den Schnittpunkt, an die Herausgeberin, mich hier einzuladen zu dieser Buchpräsentation. Das ist ja mehr als eine Inszenierung eines Momentes Erscheinens. Und ich habe tatsächlich nicht wirklich gewusst, auf was ich mich da einlasse zunächst. Und Nora hatte mich ja, also ja, wie sie schon meinte, eben sehr gezielt eingeladen nach diesem Vortrag über Governance, über Form des Regierens in weniger in Museen als in Hochschulen. Ich wusste jetzt, also ich musste mich erstmal mit eurem Konvolut, mit euren Texten in einer Weise auseinandersetzen, dass wirklich etwas anderes dabei rausspringt, als jetzt der Versuch einer Applikation dessen, was ich in Hamburg gemacht habe, auf diese Befunde, die ihr jetzt hier vorstellt, auf diese Erfahrungsberichte und auf diesen selbstreflexiven Prozess, den ihr ja eigentlich immer schon anstrebt.
immer schon angestoßen habt, aber hier nochmal in größter Explizitheit betreibt. Ich werde das jetzt kurz verlesen, weil es ein relativ dichter Text und der dann dabei entstanden ist, bei dem Versuch, damit irgendwie da irgendwie ein bisschen weiterzukommen. Und überschrieben habe ich diese Intervention, diesen Input mit dem Titel Politik der Selbstkritik, Widersprüche besprechen, indem Sie das Theorie-Subgenre der Selbstvergewisserung oder Selbstkritik aktivieren, verweisen die Beiträge vor allem der Herausgeberin deutlich darauf, dass sie die Existenz des Bandes einem Klärungsbedarf verdankt und ein derartiger Bedarf führt im günstigeren Fall eben auch tatsächlich zu so etwas wie Klärung und Klarheit, vielleicht sogar verbunden mit der Identifikation von Desideraten, der Artikulation von Vorsätzen, der Formulierung von Forderungen. Die wiederum sind nach innen wie nach außen gerichtet. Ein solcher Akt, eine solche Manifestation der Selbstvergewisserung und Selbstkritik kann nun offenbar auf ein Publikum bauen, denn nur wenn ein solches vorausgesetzt werden kann, ergibt eine Publikation ja Sinn. Im Fall von Schnittpunkt liegt die spezifische Publizität, die in den Kontexten der Vermittlungsarbeit, der kuratorischen Theorie, der kulturellen Bildung innerhalb und außerhalb Österreichs zweifellos gegeben ist, nicht zuletzt daran, dass die Praxis des Kollektivs eine starke und sehr bewusst, um nicht zu sagen strategisch kultivierte öffentliche Seite entwickelt und etabliert hat. Diese Praxis umfasst ihre eigene stets selbstreflexive Institutionalisierung außerhalb und innerhalb vieler jener Institutionen, die Schnittpunkt beforscht und analysiert und in denen das Kollektiv und dessen Mitglieder in manchen Fällen angestellt oder frei beschäftigt sind, also arbeiten und über diese Arbeit für Veränderungen der jeweiligen institutionellen Bedingungen sorgen oder sorgen wollen. Das heißt auch, die Notwendigkeit und die Möglichkeit, eine solche Selbstvergewisserung und Statusbetrachtung zu betreiben, hängt eng zusammen mit den über die Jahre kumulierten Ergebnissen und Erfahrungen bei der Etablierung der eigenen Praxis und der für diese charakteristischen Perspektivierung und Problematisierung. Es ließe sich auch argumentieren, dass Schnittpunkt aufbauend auf vorangegangenen Arbeiten zu kritischer Museologie und Museumspädagogik, zu Kunstvermittlung und kuratorischem Handeln fortwährend an der Produktion einer kritischen Masse arbeitet. Damit will ich zumindest zweierlei sagen. Zum einen geht es um den aus der Kernphysik stammenden Begriff der kritischen Masse mutwillig zu paraphrasieren, um den Punkt der Anreicherung einer Mindestmasse eines aus spaltbarem Material bestehenden Objekts, also in den Kontext hier übersetzt, den Punkt einer ausreichend kritisch-diskursiven Sättigung, von dem an die Produktion jener Neutronen bzw. Beiträge, Ideen in der Praxis gewonnene Erfahrungen ausreicht, um eine Kettenreaktion der Kernspaltung, also der kontinuierlichen Ermöglichung der Produktion von Texten, von Kommunikationen, Begegnungen, Methoden, Konzepten und so weiter aufrechtzuerhalten. Eine solche Arbeit an der kritischen Masse kann dazu führen, dass sich tatsächlich so etwas wie eine Selbstgenügsamkeit der diskursiven Physik einstellt, sodass eine Unterbrechung, musiktheoretischen Begriff gesagt, eine Fermate nötig wird, vielleicht sogar ein Neustart. Ein entsprechend gezielt eingeleitetes Zögern, ein solcher voluntaristischer Akt des Stolperns, lässt sich an dem neuen Sammelband beobachten, nicht nur mit Blick auf das einleitende Gespräch der Herausgeberin, sondern auch auf viele der von Ihnen ja nicht ohne Grund eingeladenen und so, wie sie jetzt im Band auftauchen, arrangierten, dramaturgisch gestaffelten Beiträge. Das Buch wäre demnach eine Weise, den bisherigen Umgang bei der Aufrechterhaltung der kritischen Masse zu überprüfen und zu begutachten, so etwas wie in Buchform gebrachter Sand im Getriebe, Clock in the Wheels. Aber diese Unterbrechung der Routinen bei der Produktion kritischer Mindestmasse geschieht natürlich ihrerseits nicht unroutiniert, sie ist fester Bestandteil der Schnittpunktmethodologie. Und hierher rührt wohl auch jene Irritation oder Beunruhigung, mit der das eigene theoretische und methodologische Besteck in Zweifel gezogen wird. Das wiederum hat zu tun mit einer anderen möglichen Bedeutung, eigentlich ist es eher eine anmaßende Aneignung der Wendung kritische Masse. Was, und diese Frage wird an vielen Stellen des neuen Buches aufgeworfen, wenn die Anreicherung der kritischen Masse zur kosmetischen Operation wird, wenn
rhetorische Signalfeuer der Kritikalität zwar anzeigen, wohin die Reise gehen sollte und müsste, aber die von den Erbschaften der Exklusivität, der Kolonialität, des Klassenprivilegs, der Misogynie, des Rassismus belasteten institutionellen Strukturen jede entscheidende Bewegung, diese Erbschaften zu bearbeiten und loszuwerden, verweigern. Nun gehört die Logik von Vereinnahmung oder Containment oder Cooptation zur Grundausstattung neoliberaler Gouvernementalität. Sie trägt zur permanenten Häutung und Selbsterneuerung kapitalistischer, anti-egalitärer Besitz- und Privilegien sichernder Akkumulation bei. Ebenso wie die systematische Amnesie der Kämpfe auf den Feldern der Politik und Kultur, die als Voraussetzung jenes kritischen Wissens gelten müssen, das von den Institutionen zeichenhaft implementiert zu symbolpolitischen Spurenelementen verdünnt wird. Aber auch wenn diese Logik der neutralisierenden Inkorporation erkannt und analysiert werden kann, bedeutet das noch nicht, dass man gegenüber diesen Vorgängen ohne weiteres ein Außen der Kritik und Analyse besetzen könnte. Tatsächlich ist ein solches Außen ja immer phantasmatisch, weshalb von dort zu sprechen unmöglich oder nur in Form der Selbsttäuschung möglich ist. Diese Unmöglichkeit wird dann zur Bedingung einer Kritik, die ihr eigenes Verstricktsein nicht leugnet, sondern anerkennt und produktiv macht als Staying with the Trouble, als Verständnis von Kritik, aus dem ein Projekt wie Stimmpunkt einen entscheidenden Teil seiner Energien, aber auch seiner Legitimität bezieht. Wenn also zwischen Theorie und Praxis eine Lücke klafft, zugleich aber eine etwaige Externalität der kritischen Theorie keine Option ist, wie ließe sich dann in dieses Dilemma intervenieren, denn um ein Dilemma scheint es sich mir hier zu handeln. Meine Antwort auf diese Frage, da muss ich vorwarnen, wird denkbar verworren und abstrakt ausfallen. Keine Klärung schaffen, eine solche verbietet sich auch vielleicht angesichts der Heterogenität der Lage, die dieses Dilemma heraufbeschwört. Ich beginne die Antwort mit dem Rückgriff auf eine Frage. Wie kann die Kritik am Museum im Museum Folgen haben? Diese Eingangsfrage der Herausgeberin, die den Band notwendig erscheinen ließ und zu der sich die Beiträge in unterschiedlicher, eben heterogener Weise verhalten und äußern, ist in ihrer Performativität nicht überzubewerten. Denn sie setzt eine Übereinkunft, vielleicht sogar ein präskriptives Verständnis des Begriffs einer Kritik am Museum voraus und betreibt darüber hinaus eine topologische und folgenbezogene Spekulation. Topologisch ist diese Spekulation insofern, als dass die Kritik am Museum ein Innen desselben voraussetzt, in dem sie Folgen haben könnte. Kritik wird also einem Entstehungsort außerhalb des Museums zugewiesen, allerdings auch das Potenzial, sich zu bewegen und den Ort zu wechseln, hinein in die angenommenen vorausgesetzten Innenraum der Institution. An diesem Ort, den man sich als zumindest dreidimensional denken muss, wird von ihr der Kritik erwartet, dass sie Folgen hat, also zu Konsequenzen führt. Deshalb die Spekulation insofern folgenbezogen ist, als dass die Frage, wie kann Kritik am Museum im Museum Folgen haben, so gestellt ist, dass sie zugleich Zweifel an der Möglichkeit solcher Konsequenzen suggeriert. Mehr noch, sie impliziert eine zeitliche Abfolge, denn sie lässt durchblicken, dass das Versprechen von Folgen der Kritik bisher nicht eingelöst werden konnte oder durfte. Insofern ist die Frage auch eine Aufforderung in einer ihrer eigenen Temporalität, eine Aufforderung, darüber nachzudenken, wie künftig ein Ende solcher Folgenlosigkeit herbeigeführt werden könnte. Der Haupttitel des Buchs Widersprüche ruft eine ganze Tradition der Philosophie auf, in der es um die Auseinandersetzung mit dem Begriff des Widerspruchs, der Antinomie, des Antagonismus geht. Nicht zufällig wurde der Plural gewählt, womit auch die Pluralisierung der Widersprüche im Diskurs des historischen Materialismus in Erinnerung gerufen wird, genauso wie die dort geübte problematische Hierarchisierung in Haupt- und Nebenwidersprüche. Einerseits scheint eine solche Hierarchisierung zurückgewiesen zu werden, andererseits aber steht, zumindest im einleitenden Gespräch der Herausgeberin, der Widerspruch von Theorie und Praxis im Zentrum. Dieser Widerspruch gehört zum Typ der nicht-antagonistischen Widersprüche, das heißt, es wird kein Gegensatz, schon gar keine Gegnerschaft zwischen Theorie und Praxis angenommen und trotzdem erzeugt die Folgenlosigkeit im Verhältnis der beiden zueinander jenes Unbehagen, das eine Aufhebung des Widerspruchs wünschbar erscheinen lässt. Aber was würde eine solche Aufhebung erzeugen und wie könnte sie aussehen? Vielleicht sollten wir daher zunächst noch einmal auf die Begriffe Theorie und Praxis fokussieren. Für Kant beispielsweise ist Theorie erst dann Theorie, wenn die von dieser kodifizierten Regeln als Prinzipien in einer, Zitat, gewissen Allgemeinheit gedacht werden und dabei von einer Menge Bedingungen abstrahiert wird, während Praxis als Bewirkung eines Zwecks in der Befolgung gewisser im Allgemeinen vorgestellten Prinzipien des Verfahrens gedacht wird.
Mit anderen Worten, Theorie als Set von Aussagen höchster Allgemeingültigkeit instruiert Praxis und Praxis tut darauf hin, was zu tun ist. Offensichtlich steht in der Befragung und Besprechung der Widersprüche aber auch ein anderer Begriff von Theorie und ein anderer Begriff von Praxis zur Disposition. Die Politik der Selbstkritik, die ich hier erkenne oder vielleicht nur unterstelle, zielt auf die Weiterentwicklung dieses Begriffspaars, auf eine Deregulierung der Verhältnisse von Allgemeinem und Besonderem, von Regeln und Handeln, von Sollen und Wollen. Adorno, um einen weiteren dieser Großdenker zu zitieren, Adorno hat das Verhältnis von Theorie und Praxis als Diskontinuität definiert und sich gegen das Dogma von der Einheit von Theorie und Praxis gewandt. Es sei undialektisch und erschleicht dort simple Identität, wo allein der Widerspruch die Chance hat, fruchtbar zu werden. Adorno setzt aber andererseits, das scheint für ihn seiner Maxime des Nicht-Identischen nicht zu widersprechen, einen recht explosiven Cocktail von Heteronomie und Autonomie voraus. Ich zitiere: Während Theorie aus dem gesellschaftlichen Gesamtprozess nicht herausoperiert werden kann, hat sie in diesem auch Selbstständigkeit. Sie ist nicht nur Mittel des Ganzen, sondern auch Moment. Sonst vermöchte sie nicht dem Bann des Ganzen irgend zu widerstehen. Das Verhältnis von Theorie und Praxis ist, nachdem beide einmal voneinander sich entfernten, der qualitative Umschlag, nicht der Übergang, erst recht nicht die Subordination. Sie stehen polar zueinander. Der von einer bestimmten, aber zeitweilig dominierenden Variante der radikalen Linken geforderten Identität von Theorie und Praxis im Tun erteilte Adorno damit Mitte der 1960er Jahre eine deutliche Abfuhr. Aber lässt sich eine negative Dialektik einer Unaufhebbarkeit der polaren Gegensätze Theorie und Praxis überhaupt auf die Problematisierung anwenden, die dem Buch Widersprüche zugrunde liegt? Wäre das sinnvoll? Oder geht es um etwas ganz anderes? Zum Beispiel um eine Kritik der in der Dualität von Theorie und Praxis eingeschriebenen sozialen, politischen und materialen Topik, mit der zwischen Innen und Außen unterschieden und so, sei es auch indirekt, die sozialräumliche Abgrenzbarkeit der Institutionen bestätigt wird. So sehr die Frage nach den Folgen der Kritik am Museum, im Museum einleuchten mag, so sehr fixiert sie ja auch Positionen, Rollen und Regeln des Handelns und des Diskurses, also ein ganzes, möglicherweise zu revidierendes Cognitive Mapping der Verhältnisse. Das Gefälle, die schiefe Ebene, die sich vermeintlich auftun, sobald versucht wird, die Analyse von Ausschlussmechanismen und die Kritik an den diesen zugrunde liegenden Legitimationsstrategien und Policies zu überführen in eine Umschrift der Regeln und die Implementierung dieser Umschrift in die Protokolle der Institution, vielleicht sind dies ja auch Gelegenheiten, um abzuspringen, sich hinabzustürzen und dabei alles Mögliche mit sich und abzureißen. Oder anders, löst die Institutionalisierung der Institutionskritik nicht ihre eigenen abolitionistischen Reflexe aus? Wenn die Widersprüche unerträglich sind, was wäre dann die angemessene radikale Antwort? Wenn die Widersprüche unerträglich sind, was wäre die Antwort? Da möchte ich anfangen, mit dir zu sprechen und auch auf einiges reagieren, was du angesprochen hast. Das sind ja für mich schon ein bisschen die Gespenster. Also das ist, oder das, die Monster. Das Drohen des Zusammenbrechens, das du uns hier am Ende deines Vortrags auch als ein Versprechen in die Zukunft hinein formulierst. Vielleicht, und ich glaube, das droht nicht ahistorisch und nur in der Zukunft, sondern das droht auch vor dem Hintergrund der Geschichte der Kämpfe. Und das sprichst du auch kurz an, dass die ja eben selber stillgestellt werden, sehr oft, in den Logiken der Institutionen. Das heißt, ich antworte jetzt erstmal auf zwei Aspekte, die mir scheint, du in deinem wunderschönen Text für uns vielleicht auch problematisieren willst. Der eine Aspekt ist diese Dichotomie oder Dialektik und dieses Verhältnis zwischen Theorie und Praxis. Und das andere ist diese Frage, wie kann die Kritik am Museum im Museum Folgen haben? In unserem Untertitel heißt es ja kuratorisch Handeln zwischen Theorie und Praxis. Also uns geht es ganz oft und viel auch um den Zwischenraum. Und jetzt könnte ich das sozusagen von der Marx- und englischen Feuerbach-These her sagen, also die Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern, dann würde es uns darauf ankommen, dass es darauf ankommt,
Es würde uns um diesen Zwischenraum gehen. Darum, dass es darauf ankommt. Darum, dass es keinen Sinn macht, das so zu lesen, als würde nur die Interpretation auf der einen Seite stehen und die Möglichkeit der Veränderung auf der anderen. Allerdings habe ich den Eindruck, oder haben wir oft den Eindruck, oder können wir uns, glaube ich, alle sehr oft in unserem Alltag des Eindrucks nicht erwehren, dass es auf nichts mehr ankommt im Feld des Kulturellen. Weil egal wie politisch die Themen, egal wie kritisch die Auseinandersetzungen im Feld des Kulturellen sind, es mir so scheint, als würde es sich dabei doch sehr oft bloß um eine Kulturalisierung der Politik handeln, die die Politisierung des Feldes mehr und mehr verunmöglicht. Und das hat etwas mit Governance-Strukturen zu tun, würde ich sagen. Also eben genau damit, womit du dich beschäftigst. Und das, was ich mich frage, ist, wenn wir merken, dass das die ganze Zeit passiert, dass Ausstellungen immer kritischer werden und Arbeitsverhältnisse immer schlechter, Institutionen immer privatisierter, das Feld immer finanzialisierter, wenn wir das merken, was können wir da machen und wo können wir da ansetzen? Und ein Punkt ist, an dem Widerspruch selber anzusetzen, nicht aufzuhören, das zu sagen, aber ein anderer ist auch, zu sehen, dass dabei was verdrängt wird, reale gesellschaftliche Konflikte verdrängt werden. Und die brodeln selbstverständlich dennoch, denn diese Konfliktualität ist nicht aus der Welt zu räumen, auch nicht mit den schicken Museumsbauten und tollen Auditorien, in denen wir sitzen, wenn wir gut angezogen über die gesellschaftlichen Verdrängungsverhältnisse sprechen. Die gibt es trotzdem und die Frage, und das wäre eben im Zwischenraum, das wären die Monster, wie docken wir an die an? Wie lassen wir uns von ihnen anstecken? Wie stellen wir uns mit ihnen in Verbindung? Und zwar mit jenen Kämpfen der Geschichte und mit jenen Kämpfen der Gegenwart. Und ich finde, Aldo Giannottis Arbeit hat es ein bisschen reingebracht. Also diese Frage, auch die Frage, die Mais in dieser Woche in Linz stellen wird, wer putzt im Kritischen Museum, diese Frage ist schon auch angeklungen in dieser Arbeit. Also die Realität der Ausbeutungsverhältnisse auch noch, wenn antirassistische Ausstellungen von outgesourcten, unterbezahlten, ausgebeuteten, migrantischen, feminisierten Arbeiterinnen gemacht werden. Das heißt, worauf ich gerne zielen würde oder worum es mir gehen würde, wäre zu versuchen, einerseits diese Widersprüche zu benennen und sie nicht immer nur so zu akzeptieren, als wäre das normal. Und auf der anderen Seite aber auch Orte der Solidarität, der Allianzenbildung, des Andockens an das Brodeln, an die Konflikte zu finden, die so gut stillgestellt und verdrängt werden sollen. Und die werden ja am besten stillgestellt und verdrängt, wenn sie angesprochen werden. Das ist, weil sonst brechen sie ja vielleicht aus. Das ist ja diese Drohung, die du am Ende deines Textes hast. Und dann jetzt noch kurz zu dieser Frage, wie kann die Kritik am Museum im Museum Folgen haben? Also ich fühle mich da ein bisschen missverstanden. Das Buch hat diese Frage nicht als Ausgangspunkt, sondern diese Frage war unser Ausgangspunkt in den späten 1990er, frühen 2000er Jahren. Da hatten wir das Gefühl, es gibt eine kritische Ausstellungsanalyse, die auf Veränderung der Gesellschaft zielt, die aber in den Museen nicht ankommt. Und da haben wir uns gefragt, was ist da los? Also wir haben auf der einen Seite eine sehr elaborierte neue Museologie, eine Kritik an Repräsentation und auf der anderen Seite haben wir Institutionen, die nicht rezipieren. Das hat sich eben verändert. Also der Ausgangspunkt dieses Buches ist, dass sich das massiv verändert hat, dass die Kritik am Museum im Museum Folgen hat, aber dass diese Folgen uns nicht nur unbedingt Folgen zum Besseren zu sein scheinen. Und was sind die Folgen? Sie sind die Folgen genau jener Governance, zu der Tom Holland arbeitet, nämlich, dass all das, was gefordert wurde, von seinen tatsächlich aufrührerischen Qualitäten gereinigt, plötzlich im Museum zur Selbstvergewisserung gelandet ist und einen eigenen neoliberalen Drive bekommen. Und das wollten wir uns anschauen und das verstehen wir aber wirklich noch nicht ganz,
Und deswegen reden wir heute. Und deswegen ist dieses Buch so ein bisschen ein Mapping, damit wir überhaupt mal verstehen, was da läuft, wenn die Kritik am Museum, im Museum Folgen hatte. Ja, also das... ich kann dazu jetzt, also ich finde, dass die Problemlage nochmal sehr anschaulich und sehr nachvollziehbar zusammengefasst oder nochmal neu ausgerichtet. Ich kann da jetzt gar nicht jetzt wiederum in Widerspruch eingehen, sondern würde eher nochmal versuchen, also auch noch besser zu verstehen, also wenn auf welchen Grundlagen, auf welchen Überzeugungen oder Evidenzen, würde Foucault sagen, eigentlich dieses Tun hier jetzt auch in diesem Raum und eure Praxis als Schnittpunkt und aber auch meine in anderen und ähnlichen benachbarten Bereichen eigentlich fußt. Also ist da nicht doch noch eine sehr, sehr starke Überzeugung von den Möglichkeiten, die sich mit diesen Institutionen der bürgerlichen Öffentlichkeit verbinden, also mit den Bildungseinrichtungen, mit den Museen, mit der Kultur als einer Aneinanderreihung oder einem Ensemble von ganz unterschiedlichen, vermeintlich unterschiedlichen künstlerischen und Ausdrucksformen, Ausdrucksweisen, Praktiken und so, ob da nicht doch also noch so ein Grundvertrauen herrscht, dass wir wo wir uns weiterhin zu wenig die Frage stellen, wie stark ist dieses Grundvertrauen auf bestimmten Privilegien, auf ökonomischen, auf einer politischen Ökonomie aufgebaut und natürlich auf einer Geschichte der Kolonialität und einer Aktualität der Kolonialität, die es uns hier erlaubt, in diesen perfekt instrumentierten und gestalteten Räumen und in diesen Kleidung und so weiter, der hier sitzen, so zu handeln, wie wir jetzt hier handeln und gleichzeitig in anderen Weltgegenden also ganz andere Verhältnisse herrschen, auf denen diese Art von Distanz- und Reflexionsvermögen und Möglichkeiten fußt. Und da bin ich natürlich auch nicht der Einzige, der das sagt und immer wieder hinweist. Und ich finde, es hat natürlich auch was von Totschlagargument, und man könnte dann sagen, ja, das ist dann müssten wir das hier jetzt sofort abbrechen und unsere Praxis also ganz anders orientieren und ganz andere also Allianzen eingehen. Und nur ist das natürlich also auch im Rahmen so eines Menschenlebens und einer Existenz auch nur bedingt möglich und vielleicht auch je nach Temperament, also nur nicht so richtig vorstellbar. Das heißt, wir richten uns da letztlich ein in so einem imaginären Raum, in dem wir uns gleichzeitig dieses Privileg der Distanznahme und der Analyse uns das nicht nehmen lassen wollen und darauf bestehen sogar, auch weil es ja immer noch auch andere gibt, die vermeintlich bedrohlich auf diese Art von Praxis und Theorie einwirken, die vielleicht auch die Mittel haben, einen solchen Raum wie diesen hier auch irgendwann zu schließen und gar nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Und den müsste man sich dann anderweitig herstellen. Und das heißt also, es gibt gute Gründe, mit dieser Lage, in der wir uns befinden, auch bis zu wissen gerade einverstanden zu sein. Aber dieses Einverstandensein macht mich beunruhigt mich dann halt doch. Also bei allen Möglichkeiten letztlich sind es ja auch also individuelle wie kollektive Weiterbildungsprozesse, und wir schärfen sozusagen unsere Instrumente diesen
diese Gegebenheiten zu begegnen und möglicherweise etwas entgegenzusetzen, Einsprüche zu erheben und diese Artikulation dann noch vielleicht an höhere Stelle so zu richten, dass sie dort tatsächlich gehört werden. Und das wird dann als Erfolg verbucht, also obwohl man sich vielleicht diesen Erfolg selber gar nicht zuschreiben will, aber es ist dann tatsächlich, an irgendetwas muss man diese eigene Arbeit und die auch messen, also in ihrer, ob sie fortschreitet oder stagniert. Ich glaube, jetzt haben wir genug Potenzial zum Diskutieren. Gibt es Kommentare, Fragen? Also ich bin immer wieder geschockt, wenn ich die Kollektivlohnverträge sehe. Ja? Also 9,25 Euro brutto, das ist das, was jemand bekommt, der für AIDA die Topfengulatsch macht. Ja? Damit kann er sich keine eigene Wohnung in Wien leisten. Es gibt große Institutionen in Indonesien zum Beispiel, 1 Million Mitglieder, Netzwerk der Armen, riesengroße Organisation. Da hat die Leiterin gesagt, sie will, dass die Leute das verdienen, was sie brauchen. Das heißt, die Putzfrau, die 4 Kinder hat, verdient mehr als der Rechtsanwalt dieser Organisation. Und das ist eine Organisation, die mit der Regierung zusammenarbeitet und auch kämpft. Also es geht, wenn man das will. Ja? Und es sind auch ganz praktische Fragen. Also ganz genau. Kurz. Ja, also das ist eigentlich, es ist einer der Wünsche, in praktische Fragen reinzukommen, eben in Fragen der Infrastrukturen und der Strukturen und der Arbeitsverhältnisse und der Arbeitsbedingungen. Ich möchte nur vielleicht sagen, es wurde kurz, Renate Höhert hat kurz aus Sobert gelesen, das ist auch ein Punkt auch in dem Buch, also wo auch jetzt bei der Dokumenta die Vermittlerinnen quasi diese Arbeitsbedingungen nochmal in Frage gestellt haben, also das ist auch Teil des Buches. Die Frage ist ja, wann ist ein Weg um, es ist ja gerade geheißen, Unerträglichkeit. Ne? Die Frage, die ich mir stelle, ist, wann ist unerträglich und für wen? Und wir stellen von ganz unterschiedlichen Räumen und ganz unterschiedlichen Erfahrungen mit Unerträglichkeit sprechen und auch von unterschiedlichen Räumen von Theorie und Praxis, wo das überhaupt im selben Raum verhandelt wird. Also ich weiß nicht, ob ich fand es super, einfach zu sagen, sprechen wir darüber, könnte jeder so viel die Stunde verdienen, wie er sie braucht. Heißt aber auch, dass wir uns alle in die Frage müssen, wie viel brauchen wir noch. Und wir nehmen eine Selbstvergegenwärtigung auf. Oder vielleicht auch die Selbstvergegenwärtigung, dass wir umverteilen müssen. Also ich würde mich gerne fragen, inwieweit das Interesse, also inwieweit wir direkt gereizt werden, über Unerträglichkeit auch quasi auf jeder Seite zu sprechen. Also ich finde das nicht super. Also bitte mal dieses Buch, ich habe es noch nicht gelesen, aber jetzt mal zu sagen, halt, oder? Wir perpetuieren eine Rede und eine Form sozusagen des kritischen Selbstbewusstseins, aber es ändert sich auch deshalb nichts, weil ja, natürlich ist einfach unterschiedliche und letztlich auch wir heute wieder im Grunde dann das Gespräch der Theorie ganz am Ende setzen, oder? Als sozusagen als Wichtigstes. Und also, wir haben schon sehr oft besprochen, warum sprechen wir nicht mit der Frau, die in diesen Raum muss. Seid ihr da weitergekommen? Also warum? Warum geht es jetzt nochmal einen Schritt zurück in die Widersprüche? Ich mache das jetzt hier nicht, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern eher im Hinblick auf die Eröffnung potenzieller Allianzen, die den Alltag ausmachen können, noch mehr ausmachen können und auch unserer Praxis so, wie wir es halt machen können, auch ausmachen. Also potenzielle Allianzen mit sozialen Kämpfen und die sich da auch durchschreiben und reinschreiben in dieses Buch, hoffe ich. Und ich glaube,
Ich bin überzeugt davon, dass ein Ansprechen dieser Widersprüchlichkeit notwendig ist, auch so ein ins Stocken bringen und auch ein Ansprechen mit all unseren Mitteln, auch im Sinn eines kontrafaktischen Bestehens darauf, dass das Räume sind, in denen wir über das sprechen können, in denen es nicht vollkommen egal ist, worüber wir sprechen. Weil das ist ja der unheimliche Befund, dass das kulturelle Feld Orte werden, in denen es völlig egal ist, worüber wir sprechen. Und das lasse ich der Theorie nicht nehmen und mir auch nicht nehmen. Und die steht absolut überhaupt nicht im Gegensatz zu den sozialen Kämpfen. Und die steht dann im Gegensatz, wenn das eben schon entleert und ausgeräumt ist. Meine Frage ist ein bisschen an alle, die hier im Raum sich in Institutionen befinden und auch dank Institutionen arbeiten können. Was hält euch noch in Institutionen, also in Museen, in Universitäten? Das habt ihr ja kurz erläutert, Museen oder Institutionen allgemein, wenn sie Kritiken annehmen und es sind neoliberale Institutionen, dann heißt das, dass die Kritik eigentlich sehr stumpf ist. Weil neoliberale Institutionen nehmen nur die Kritik an, die ihnen ermöglicht, so weiterzumachen, wie sie schon machen. Was sie schon machen. Genau, also es ist ein bisschen wer kann die Aufgaben der Museen und der Institutionen, wer kann diese Aufgaben jetzt weiterführen? Es gibt einen Text von Julia Grosse in unserem Band, der trifft sich in dem Verweis auf Fred Moten und Stefano Hannis Book Undercommons auch mit Thiago de Paula Sosa's Text und Ansätzen, die er auch gestern hier vorgestellt hat. Und da zitiert sie aus den Undercommons, wo Stefano Hanni und Fred Moten schreiben: Wir können nicht leugnen, dass die Universität ein Zufluchtsort ist. Wir können nicht akzeptieren, dass die Universität ein Ort der Aufklärung ist. Angesichts dieser Umstände können wir uns nur in die Universität schleichen und stehlen, was geht. Also das ist der Bezug der Undercommons. Also die hätten jetzt eine Antwort, Stefano Hanni und Fred Moten, auf deine Frage, nämlich was hält noch an den Institutionen rein, nehmen, was geht, aber sie nicht legitimieren. Das wäre jetzt eine Position, die verschiedene Aktivistinnen der Gegenwart haben. Ich teile die Position nicht ganz, weil ich die Gefahr, ich sehe einen, der, ich glaube, diese Widersprüche, von denen wir sprechen, haben auch damit zu tun, dass die Institutionen, die allen gehören, zunehmend Privaten gehören. Dass die Dinge, aber auch das, was wir zum Überleben brauchen, wie Atmen und Trinken, aber auch wie Kunst, Kultur und Bildung, dass das zunehmend privatisiert wird. Und daher will ich nicht mitmachen, auch nicht in dieser so wichtigen, kritischen Weise mitmachen, in der kompletten Entleerung dieser Institutionen. Nämlich, dass ich sage, die sind eh nichts wert, die sind Institutionen der Aufklärung, die sind nichts wert, wir brauchen sie nicht, wir können von ihnen stehlen, aber es ist gut, sie zu zerstören. Ich möchte sie eher aneignen, als Commons-Denken aneignen, kontrafaktisch schon jetzt auf das bestehen und sagen, das Wissen gehört allen und deswegen kann es auch nicht nur so bürgerlich bleiben, daran müssen wir was ändern, aber es ist auch schon entleert und ich mach da trotzdem nicht mit bei dieser Entleerung. Und ich bestehe darauf, dass das Orte sind, in denen wir uns eben auch streiten können darum, was Gesellschaft ist. Und ich weiß, dass wenn ich wir sage und wenn ich uns sage, dass das Ausschlüsse generiert und dass ich damit nicht zufrieden bin. Und ich will, dass sich das ändert. Und daran müssen wir arbeiten. Also das ist nicht so bla 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 ohne Konsequenzen, sondern was ist die nächste Konsequenz und was ist die nächste und so. Und das ist dann, was ist das nächste Buch und was ist die nächste Arbeit und was ist die nächste Demo und was ist die nächste
was ist die nächste Verbindung mit bestehenden Kämpfen und so. Also das wäre meine Sicht drauf und ich glaube tatsächlich sehr viel mehr an die Commons-Elemente dieser Institutionen als Stefan Ohani und Fred Moten, deren Position ich auch verstehen kann und auch ganz wichtig finde und von der ich sehr viel gelernt habe. Aber es würde ja auch also heißen, diese Aneignung, also müsste ja über uns vielleicht vertraute und eingeübte Formen der Aneignung hinausgehen, also der Aneignung von Räumen und so weiter, tatsächlich die Aneignung der Infrastrukturen in einer Weise, die nicht nur darin besteht, dass man über Anträge oder über geschickte institutionspolitisches Agieren mehr Spielräume, mehr Geld vielleicht für die eigenen Projekte einwirbt, sondern eine viel weitergehende Umverteilung dieser infrastrukturellen Bedingungen. Und das geht nicht ohne, denke ich, eine eigene sozusagen Pädagogik oder eine Form der Wissensaneignung, die mit der Funktionsweise, den Logiken, den Verrechtlichungsmechanismen dieser Infrastrukturen zu tun haben. Das heißt, was mir wichtig erscheint, ist, dass ich gewissermaßen eine Alphabetisierung, natürlich mit Hilfe anderer, die sich augenblicklich besser auskennen in diesen Bereichen, angestrengt werden müsste, die wirklich eine Ermächtigung darstellt und nicht nur eine also Pseudo-Ermächtigung, die dann an bestimmten Punkten auch Halt machen muss, weil einfach die Kompetenzen fehlen oder die Durchsetzungsmöglichkeiten mit Mitteln des Rechts oder mit Mitteln legalistischer Maßnahmen. Und in anderen Worten würde ich für ein starkes Interesse, Augenmerk auf einerseits die Policies und die Policy-Texte und die Policy-Protokolle empfehlen, mir selbst auch, und die Aneignung von Kenntnissen in also rechtswissenschaftlichen Kenntnissen, also in Critical Legal Studies. Also das ist, glaube ich, so eines der entscheidenden Felder, auf denen zu bewegen, das Rüstzeug oder die Möglichkeiten schafft, über bestimmte Punkte dieser Aneignung im Sinne der Undercommons hinauszugehen und tatsächlich Infrastrukturen so umzubauen oder so zu verändern, dass diejenigen, die glauben, sie steuern oder sie dominieren zu können, dass auch die Möglichkeiten entzogen werden. Das ist jetzt vielleicht es ist so ein bisschen agonal gedacht, aber darauf wird es hinauslaufen, weil ansonsten ist das, ist es ein hochkomplexer und hochanspruchsvoller Optimierungsprozess, den wir hier erleben an uns selbst, der nicht diese Brüche oder diese Leaps herbeiführt, die notwendig wären. Mich interessiert es immer, die Möglichkeiten und Grenzen auszuloten. Und da bin ich oft erstaunt, wenn man dann drinnen sitzt in einer Institution, wie viel da dann doch möglich ist, obwohl das von außen erst gar nicht mal so erscheint. Und ich bin dann wiederum gar nicht erstaunt, dass man dann doch wieder an Grenzen kommt, wo es wirklich einer großen, ich sag mal, Hartnäckigkeit bedarf, da immer wieder dran zu bleiben, an diesem immer wieder ausloten, immer wieder sich selbst zu befragen, zu hinterfragen, mit anderen zu reflektieren und wieder weiterzumachen, bis dann zu Punkten, denke ich, wo es dann auch mal nicht mehr geht, wo man dann die Institution auch wieder verlassen muss, wo vielleicht das, was man ausgelotet, erarbeitet, nach der eigenen Definition irgendwie erreicht hat, dann wieder so oft zurückgezogen wird. Das sind die Institutionen auch Experten. So kommt irgendjemand neuer, eine neue Person, die dann sozusagen wieder wie so ein Gummi zieht, sich dann erarbeitet, das wieder zurück. Aber ich glaube dran,
dass es wichtig ist, dass man sich reinsetzen, reinbegeben muss in die Institutionen, um sie zu nutzen und, wie gesagt, sie auszuloten. Da ist man nicht immer bei allem auch, wie soll ich sagen, ich habe auch erfahren, dass als jemand, der sich in die Institutionen, in dem Fall Museen und Ausstellungshäuser, hineinbegibt, da ist man nicht immer unter den Coolen, einmal ist dann so die Institutionstante, ich verkürze es jetzt. Na, also nicht in der freien Szene, die Kritiker da und so weiter. Also ich habe das auch erfahren, dass das nicht immer auch so positiv gesehen wird. Das sind vielleicht Universitäten auch anders besetzt als Museen und Ausstellungshäuser, die da auch so, ich weiß nicht, aber vielleicht gibt es da eine Antwort drauf, warum da auch so unterschieden wird. Das kann ich nur so ganz persönlich jetzt noch sagen. Also ich bleibe ganz sicher in der Institution, weil sie im Moment mein Leben finanziert. Ja. Und das ist eine privilegierte Situation, die auch eine Erfahrung des, ich kämpfe mich da hinein ist. Das war halt in dem Fall diese Geschichte. Und, aber jetzt bin ich definitiv in einer sehr gut ausgestatteten, soliden Position und die erlaubt aber, also, oder einerseits möchte ich zu dieser Position sagen, dass die innerinstitutionelle Erfahrung schon auch einfach eine Erfahrung des Streitens ist. Und innerlich in der Institution Dinge zu erkämpfen, die man halt auch gestützt durch Theorien, die man sich dankenswerter zu Gemüte führen kann, erkämpfen möchte. Und da ist diese Interaktion da. Und dieses da drin, aber einen gewissen auch privilegierten und verankerten Status haben, ermöglicht vor allem auch eins, ich glaube, manchmal schaut das so aus, als wäre das der Status, der blockiert das, was von außen reinkommt, aber tatsächlich ist es eher auch der Status, der ermöglicht, dass man eben von außen also kritisiert wird und diese Kritik aber auch aushalten kann. Man kann die einfach so lange aushalten, bis die einen Faktor ausmacht. Also, dass man sozusagen, man kann so lange aushalten, bis man sie nicht mehr nicht aufnehmen kann oder nicht prozessieren kann. Ja? Und damit heißt das einfach auch, dass man in der Institution bleibt, weil da einfach auch Ressourcen sind, die man umlenken kann und dann einfach auch anders vergeben kann, sukzessive. Mhm. Ja, ich versuche auch auf die Frage zu antworten, wobei mir die Frage ein bisschen zu viel Geradlinigkeit, als wären das so Entscheidungen, die man immer so, ja, ich bin entscheiden, ne? Also zumindest in der eigenen Biografie habe ich das nicht so erlebt. Da gab es Zeiten von drinnen und von draußen und privilegierte oder wie Claudia vorher gesagt hat, cooler, habe ich mich immer gefühlt, wenn ich da nicht drin war. Aber irgendwann mal stellte sich dann halt wieder die Frage, wie überlebst du jetzt? Ja, also keine Garantie, dass das nächste Projekt kommt. Und das sind dann halt auch so ganz banale Fragen, dann mal wieder einen Job anzunehmen und so. Ne? Und die werden ja dann erst zu so aufgeladenen politischen Fragen wie, was tust du da eigentlich da drinnen ab dem Moment, wo du halt jemand bist, der durchdrungen ist von all diesen Diskursen, politischen Praxen und auch politischen Ansprüchen und aus denen heraus dann anfängst, deinen Innenjob anders zu definieren und dadurch einfach auch die Widersprüche, die das mit sich bringt, dann auch ziemlich deutlich zu spüren und auch nach außen zu tragen. Wenn das alles egal ist, du machst halt einfach deinen Job und dann stellst du dir halt auch diese, also dann landen diese Art der Fragen nirgends. So, ne? Und es gibt noch einen kleinen Gedanken, den ich teilen würde wollen, wobei ich gar nicht sicher bin, ob ich noch munter genug bin, den halbwegs gescheit rauszubringen. In Wirklichkeit, ich finde das schon alles super, super spannende Debatten und so, aber manchmal finde ich sie auch ein bisschen enden wollend. Also manchmal würde ich mir fast wünschen, dass die Dinge pragmatisch werden im Sinne von, also die wir das verhandeln, im Sinne von Institutionen haben Ressourcen, die haben Leute, die draußen sind, nicht so und manchmal wäre es aber gut, zu diesen Ressourcen auch einen Zugang zu bekommen und wie können Leute von innen für
Leute von außen Dinge organisieren, dass das dann geht. Und das wird halt extrem schwer, das zu tun, wenn alles, was man tut, sofort so aufgeladen ist mit einem legitimier dich da oder hinterfrag alles, was du machst, super kritisch ständig. Sondern manchmal ist es wirklich viel banaler. Ja? Wie kann man den Raum nützen, der halbwegs warm ist und beleuchtet ist und vielleicht sogar ein bisschen ein Budget hat für Honorarnoten für Leute, die da drin was tun. Also wirklich so ganz, ganz banal. Aber dafür, damit ich diese Banalität tun kann, die ja dann, wenn du drinnen bist, so banal auch gar nicht ist, weil die Institution ja leider und zum Glück beides nicht so ein einheitlicher Block ist, sondern aus unterschiedlichen Leuten besteht. Und da drin ticken halt nicht alle so wie ich und die muss ich dann überzeugen. Und das ist schon klar, das ist dann mein Job, wenn ich drin bin. Aber den würde ich halt auch manchmal ganz gern einfach in Ruhe machen. Und das ist halt wirklich schwieriger, wenn die, wo ich mir denke, die werden jetzt eigentlich die Bündnispartnerinnen von mir verlangen, dass ich parallel dazu ständig rechtfertige, warum ich das jetzt gerade mache. Keine Kritik gemeint damit, nur eine Erklärung. Ich finde es aber auch sehr spannend, dass in den Institutionen, da wo es jetzt Universitäten oder im Sozialraum sind, sich Energien bündeln können und sich Kräfte von Menschen, die an ihren Grenzen arbeiten oft und sich sehr aufmachen, dass sie sich da gegenseitig stärken können. Zugleich würde ich mir wünschen, dass ja auch manchmal das uns auf die Straße kommt, in den öffentlichen Raum, wo wir arbeiten, und dass wir uns da besser austauschen können. Und das gelingt auch schon. Weil wir arbeiten ja im Verfassungsgerichtshof zum Beispiel. Und wenn dann der Präsident auf der Straße spricht, macht das etwas mit ihm, auch mit seiner Institution. Aber natürlich auch mit den anderen, die draußen zuhören. Und in Kooperation mit Museen oder Institutionen ist das auch so wahnsinnig schwierig, weil natürlich alle am Limit sind und an ihren Zeit- und Personellressourcen am Anschlag stehen. Und deshalb würde ich zwar gerne viele arbeiten und auch ausgehen und das auch aufreichen, dieses vielleicht der domestizierte theoretische Wissen, was dann in eine Art Praxisausstellung umgesetzt wird, wenn man das jetzt mal so zusammenfassen kann, um so ein bisschen aus diesem Käfig wieder rauszulassen und wirklich auch den Menschen direkt auf die Straße vorzuwerfen, vor die Füße zu werfen oder ins Gesicht oder wie auch immer. Also das würde ich mir sehr wünschen, weil ich glaube, der Austausch wäre es dann vielleicht. Was macht uns, also was bestimmt unsere Gewissheit darüber, dass es diese Innen-Außen-Scheidung gibt, diese Trennung? Ist es auf Dauer produktiv, in dieser Innen-Außen-Unterscheidung sich zu bewegen, oder müsste man, wäre es nicht gut, nach Wegen zu suchen, die diese Dualität, diese Opposition sehr grundsätzlich auch neu denkbar macht, also anders denkbar macht als in der Art und Weise, wie wir gewohnt sind und es auch selber auch uns immer wieder bestätigen, dass es so sein müsste. Das ist jetzt auch etwas eher ein Arbeitsauftrag an mich selbst oder an andere, die dass ich jetzt da einen direkten Vorschlag hätte. Aber ich glaube, dass dieses Denken in Dualismen also ganz grundsätzlich befragt werden sollte und die darin steckenden sozusagen Raummodelle und Topologien überprüft werden könnten und dass auch die Idee, dass da Menschen auf der Straße sind, das muss, glaube ich, also für manche auf ganz, ganz einfache, also auf manche schlicht bestätigt, dass sie dort, wo sie sich befinden, nämlich nicht auf der Straße, genau richtig aufgehoben sind. Und vielleicht wäre es gut, diese immer sehr genau, das ist jetzt keine Kritik, sondern das ist nur an dem, was du gesagt hast, es ist was anderes, wenn das jetzt aus dieser Richtung kommt, diese Beschreibung der Menschen auf der Straße, diese Anrufung, als wenn sie von anderer Stelle käme, also als Volkesmeinung zum Beispiel oder als
schweigende Mehrheit oder ähnliche Phantasmen des Draußen oder des Anderen oder des Gegenüber. Und die Materialität der Praxis, von der du sprichst, ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, auch um etwas zu ändern an diesem vermeintlichen Wissen oder dieser Gewissheit, die wir haben über diese Innen-Außen-Polarität. Daran arbeiten wir, ja. Weil wir sind alle auf der Straße zuerst einmal, bevor wir in die Institution gehen. Ja, eben. Alle reden über Partizipation, nichts ist so neoliberal wie die Städte, in denen wir leben. Während die sich verändern und die Leute rausgeworfen werden aus den Wohnungen, wo sie leben, sind sie in ganz vielen Stadtteilprojekten involviert, in Vermittlungsarbeit auf der Straße und so weiter. Das heißt, das eine ist so verstrickt wie das andere und ich finde es total wichtig, aber auch wichtig, uns darüber aufzuklären, dass dieses Kulturalisierungsproblem hier und da gegeben ist. Also absolut, da bin ich ganz bei dir. Also das will ich auch jetzt nicht, dem will ich auch gar nicht widersprechen. Ich glaube, dass es auf der Straße genauso eine Aufmerksamkeit braucht und dass man genauso in die Falle tappen kann, dass man eigentlich hier wieder Argumente liefert. Hier findet es eh statt, wir brauchen es nicht ernst nehmen, weil das ist ja die grundsätzliche Kritik, nicht? Wir haben museale Orte, wo wir etwas verhandeln und wunderbar, dort wird eh verhandelt, ich brauche es sonst nicht mehr machen. Also das ist ja ein Teil dieser Punkte in der Politik. Ja, mein Punkt wäre auch zu sagen, inwieweit spielen Kulturprojekte eine Rolle dabei, dass reale Konflikte kulturalisiert werden, also eben gezeigt werden, in Projekte verwandelt werden und damit entschärft und damit die Entrechtungen und die Vertreibungen und so weiter weitergeführt werden können, während über Gentrifizierung geredet wird zum Beispiel. Ich frage jetzt aus der Perspektive der Erfahrung einer Institution, an der du auch gearbeitet hast, an der Akademie der Bildenden Künste, wo wir Kolleginnen waren, wo wir gerade eine Art von Konfrontation erleben durch Studierende, die sich einsetzen für die Rechte von Drittstaatenstudierenden, ja, die ungleich behandelt werden, für Klimafragen und ganz klar auch für Queer-Trans-Perspektiven und das auch mit aller Härte tun. Also die Aula besetzen, Plakate in unsere Flure hängen und sagen, unterrichtet nicht Queer- und Trans-Studies, wenn ihr es nicht selber seid, benutzt das nicht für eure Karriere. Also die eine Form von sozialen Kämpfen reintragen aus einer miteinander verwickelten Innen- und Außenperspektive. Die nehmen ein Außen innerhalb des Innen ein und üben doch auch sehr starken Druck auf uns aus. Also wenn wir jetzt Stellen besetzen und die werden nicht mit POC oder mit Queer-Trans besetzt, dann ist die Hölle los. Und zu Recht auch. Also sie haben auch Recht, aber gleichzeitig verunsichert das auch innerhalb der Institution. Also wir alle sind sehr verunsichert, gerade auch in der Position, weil wir haben Queer-Gender-Lehre etc., du weißt das ja, beauftragt, um genau das zu machen, was du vorhin beschrieben hast, sozusagen die Institution zu öffnen, einzulassen. Aber das genügt nicht. Der Druck wird jetzt wirklich massiv größer. Also insofern weiß ich nicht, ob diese Erfahrungsperspektive, die ich versuche gerade zu umreißen, ganz mit dem übereinstimmt, was deine These war. Ja, zum Teil ist das wohl auch mitgemeint in dem Vortrag. Ich glaube, dass allerdings ist diese, dass man da auch Abstufungen machen muss, also diese, die Art und Weise, in der die, also die Weise der Konfrontation, die Weise des Konflikts und der Grad an gewissermaßen Inkompatibilität von Forderungen und institutionellen Versuchen, Forderungen zu antizipieren. Und hat natürlich auch etwas von
von einem aneinander vorbei sprechen, obwohl man vermeintlich das gleiche Vokabular verwendet, auf die gleichen Dinge hinaus will, sind die jeweiligen Sprachspiele und Kontexte und Milieus, in denen die Positionen entstehen und behauptet werden, treffen sich nicht wirklich, obwohl so vieles dafür spräche, also wenn man jetzt den reinen Wortbestand sozusagen, den Begriffsbestand nehme, dass das der Fall wäre. Und das ist, glaube ich, eine der größten Krisen, denkbaren Krisen sozusagen in solchen in institutionellen Zusammenhängen grundsätzlich. Und da sind auch inwieweit die zu einer sozusagen Erneuerung neoliberalen Typs führen, ist gar nicht ausgemacht. Also das kann auch tatsächlich eher sozusagen eine traumatisierende Wirkung haben, die auf eine andere Weise verändert, als das als der neoliberalen Logik sozusagen gehorchend. Und insofern, das erinnert natürlich an die, also dass diese Formen sozusagen, diese Äußerungsweisen sind, erinnern die Institutionen daran, dass sie permanent, also die institutionellen Akteurinnen, dass sie nie in der Lage sein werden, etwaige Erwartungen dieser Art zu erfüllen. Es zieht immer aneinander vorbei. Und das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich glaube nicht, dass das jetzt, also das ist jetzt keine, das ist kein utopischer Raum, der sich da auftut, sondern eher des Konflikts, von dem man nicht weiß, worauf er letztlich hinausläuft. Also ich kann jetzt die Situation, die Argumente der Protestierenden nicht so im Einzelnen, deshalb will ich dazu gar nichts, kann ich dazu nichts weiter sagen. What's the age of the youngest person that wrote for the book? Or maybe what's the Durchschnittsalter? And also how much space was given in this book to the voices that are not as prominent as some of the names on there? So, I don't know the list of writers, how did you choose the contributors? And who even has the allowance to speak about kuratorisch handeln zwischen Theorie und Praxis, apart from, who are we listening to today? And so on. So a question based on the list of writers, since I did not yet see the book thesis. There are more older people, and as also Renate said, the letters are now also bigger than 10 years ago, so many people who do books with others invite their friends. We do the same, yes, and we discuss with our friends, and we have also conflicts with our friends, but no, we did not invite only our friends, also some people we don't like so much, maybe, I don't know. No, also some younger people. I am very happy about it. I mean, the range of curators that we invited is, I would say, from maybe 30 to 60, maybe. Or I don't know, I don't want to make, I think you don't get older than 60, that's it. With definitely a majority of people between 45 and 60, but also some between 30 and 45. And and I think it's important for us to think about what we are doing. And so maybe it's an old lady's book, but I propose to see if it can make sense, and we continue to discuss. And I'm also very happy that in many of our classes in Hamburg and also here, we actually work together with people who do books, and most of the time invite people in their age. And we discuss, and we will read those, and with hope, some people might read ours, and we continue to fight.
Ja, schönen Abend. Machen wir weiter.